Hallo! Herzlich willkommen zu meinem 200 Abonnenten-Special. Vielen, vielen Dank für 200 Abonnenten. Jetzt habe ich es zweimal gesagt. Okay. Ja, in meinem Special bin ich nicht alleine. Hallo. Mein Freund Dennis ist wieder mit dabei, genauso wie damals, vor 4 Wochen oder so. Oder 5, 6 Wochen. 4 Wochen ungefähr. Ja, zu meinem 100-Abonnenten-Special. Und ja, in letzter Zeit sind ein paar Leute mit dazugekommen. Das freut mich sehr. Und genau, deswegen spielen wir heute eine Runde zusammen. Meinen Freitagsbinder. Genau, wir haben uns hier für diesen entschieden, denn mein Freund möchte ein paar Drachen besiegen. Und mein Gesundheitstopf mit den Drachenspielen ist ja hier drin. Und genau, mal sehen, ob wir dann diesmal mehr Glück haben. Wir werden sehen. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein, oder? Auf geht's. Genau, Geld haben wir auch da. Wir müssen nicht alles verspielen heute. Guck mal, ist sie nicht süß? Hi. Das ist Rosalinde. Rosalinde. Ja. Also, So heißt eine Tante von mir. echt. Es war eine Challenge, die habe ich aber schon abgeschlossen hier. Und ich wollte sie aber behalten. Deswegen darf Cosi Rosalinde hier bleiben. Jetzt muss ich sie wieder dran kriegen. So. Genau. So, wir starten mit dem Luxustopf. Und da habe ich ja einmal diese Minimalismus-Challenge. Wenn ich hier, also wenn ich Teile aussortiere, kann ich das hier abkreuzen. Und wenn ich eine Reihe voll habe, darf ich 5 € in meinen Luxustopf tun. Habe ich Okay. nicht getan. Nicht. Genauso wie Motivationsfee und dieses Haushaltsbingo. Da habe ich auch Haushaltsaufgaben, habe ich auch nicht getan. Und ich habe mir überlegt, weil das ja jetzt schon ein bisschen häufiger so war, dass ich die Aufgaben dann immer, ja, nicht gemacht habe, habe ich mir überlegt, ob ich mir nicht einfach Aufgaben aussuchen soll, die ich erledige, um dann, also anstatt die auszuwürfeln quasi, sondern mir halt aussuche, okay, was kann ich nächste Woche schaffen, wie viel Zeit habe ich, oder in den nächsten 2 Wochen, sag ich mal, und welche Aufgaben fallen vielleicht auch an. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt einfach. Also, hier war ich auf der Aufgabe, räume 30 Minuten auf. Habe ich nicht gemacht. Ich habe mir überlegt, zu meinem Kleiderschrank zu gehen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, auch außerhalb des Videos. Denn ich muss zwar nicht meinen Kleiderschrank aussortieren, aber ich habe so ein paar Dinge, die meinen Kleiderschrank betreffen, die ich machen möchte. Zum Beispiel habe ich seit Monaten, also bestimmt seit einem Jahr oder so, habe ich da einen Pullover liegen, wo, also da ist im Ausschnitt so ein Band dran, so gekreuzt immer. Also ich kann es nicht erklären, aber es geht so über Kreuz. Und das ist auf jeden Fall abgegangen vom Pullover. Und ich müsste es einmal wieder dran nähen, damit ich den Pullover wieder anziehen kann. Seit einem Jahr liegt der da. Solche kleinen Aufgaben würde ich mir mal jetzt vornehmen. Und wenn ich das dann erledigt habe, spare ich hier die, ich glaube, 2 € habe ich ja immer gemacht, in den Luxustopf. Und genauso auch hier. 5 Dinge habe ich nicht aussortiert. Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Aber die zweite Aufgabe ist ja, putze den Kühlschrank. Das könnte man ja mal machen, oder? Ja, Genau. der ist Und sauber. hier steht auch eine Aufgabe, räume die Küche auf. Und auch das steht bei uns jetzt in den nächsten Wochen an der Tagesordnung. Und deswegen nehme ich mir diese beiden Aufgaben vor für die nächsten Wochen. Mal gucken, wann ich das tun werde. Und ich habe mir auch überlegt, dann nicht nur 2 € zu sparen, sondern um mich ein bisschen zu motivieren, das zu tun. Und nicht nur zu sagen, dass ich dann auch mehr Geld in den Luxustopf sparen darf. Wie viel Geld darf ich in meinen Luxustopf tun, also meinen Etsy-Spartopf, wenn ich den Kühlschrank geputzt habe? Weiß ich Und nicht. wenn ich die Küche auf, oder wenn wir die Küche aufgeräumt haben? Ich dachte an 10 Ja, Euro. ist gut. Und Kühlschrank putzen auch 10 Euro? 12. Okay. Und dann beschwert er sich wieder, wenn ich zu viele Sparspiele kaufe. Gut. Aber Nein. erstmal muss ich das ja auch machen, ne? Gut, okay, alles Hast klar. du jetzt 12 aufgeschrieben? Ja, ich habe jetzt 12 aufgeschrieben. Okay. Vielleicht mache ich spontan dann noch nur 10. Okay. Weil ich dachte so an 5 oder 10 Euro. Zwölf. So. Aber wir machen jetzt erstmal weiter. Und zwar mit der Luck of the Irish Challenge von der Andrea von Spaß am Sparen. Auch die zählt für meinen Luxustopf. Und da darfst du, Dennis, jetzt einmal würfeln mit einem Sechserwürfel, mit einem ganz normalen Würfel. Den. Den goldenen. Okay. 5. Okay.
Habe ich nicht mehr, nochmal. Nein. Eins. Okay, gut. Möchtest du nochmal würfeln oder sollen wir hier 1 Euro reinsparen? Wenn ich nochmal würfel, was passiert dann? Dann sparen wir mehr Euro da rein. Okay. Was ja, machen wir nochmal. Was ist ein? Für Luxus auch. Luxus. Fünf. Habe ich nicht mehr, nochmal. Einzeln habe ich jetzt auch nicht mehr. Einzeln. 1,5? Ich weiß nicht warum, aber. 4, okay, gut. Gut, dann kommen hier heute 5 Euro. 1 plus 5 ergibt 6. Kannst du 6 dann? Ja, nein, ja. Habe ich jetzt nicht. Okay, gut. Die muss ich beiseite tun, sonst kegel ich die hier gleich vom Tisch. Gut. So, 5 Euro, Dankeschön. Okay, war geplant. Hat mir ach, vorgenommen. Ich dachte 6. Nein, 5. 1 plus 4. Ach, 1 plus 4. Genau, weil 5 hatte ich ja nicht mehr. Genau. So, und das letzte Spiel für den Luxustopf. Ich habe mir vorgenommen, ich habe gerade ein Etsy-Kaufverbot. Warum? Weiß ich auch nicht. Ich darf erst wieder bei Etsy einkaufen, wenn ich diese beiden Challenges fertig habe. Okay. So, möchtest du rubbeln? Du darfst dir einen Schmetterling aussuchen. Ein Schmetterling? Genau, mit dem da. Ja, mit dem Ding. Ein Schmetterling. Einfach rubbel, rubbel? Ja, ja. Ich nehme blau. Du hast letztes Mal auch schon einmal was aufgerubbelt. Echt? Ja. Ah. 3 Euro. Das ist aus wie eine 5. Dann auch wie eine 8. Jetzt ist es eine 3. Ja, ich dachte auch zwischendurch, es ist eine 8. Aber es ist eine 3. Ist alles wegbar? Ja. Danke. Jetzt darfst du es auch wegsaugen. Ach, mit R2D2. R2D2. Ja, das ist ein guter Name. Sagt Hallo zu R2D2. Da bin ich einverstanden. Ich brauchte noch irgendwie einen Namen für ihn. Gut, also. 3 sind schon drin, plus die 3, die du aufgerubbelt hast, sind? 6. Richtig, danke. Ich habe 3 gehört, ich dachte nur 6, passt schon. Okay, das war's mit dem Luxustopf. Wir kommen zu Shopping. Du siehst, Shopping ist leer. Ja. Das ist schlecht. Genau, gucke mal. Ich habe hier eine Challenge von der Susan von Gemeinsam Sparen. Und hier muss man immer diese Pfotenabdrücke ausmalen. Mhm. Dieser begeisterte Blick. Und wenn man einen vollständig ausgemalt hat, darf man hier vorne ein Tierchen aufkleben. Mhm. Genau. Ich dachte hier so an... Hallo Susan. Warte mal, wie viel sind das denn? 4, 6, 9? Sollen wir die 9 Euro hier sparen? Ja. Und dann, aber wenn wir ein Tier aufkleben, müssen wir nochmal sparen, ne? Und die 3? Ja. 9 und 3, insgesamt 12 Euro? Ja. Okay. Okay. Dann nehme ich mir mal meinen schwarzen Stift hier. Es ist dir so egal, ob wir das machen oder nicht, oder? Ich find's interessant. Ja, ne? Alles passiert. So. Was mit dir kommt jetzt? Ja, das müssen wir jetzt überlegen. Ich möchte einen Bär. Habe ich nicht. Ich habe noch einen Hasen, einen Igel und ein Eichhörnchen. Eichhörnchen. Das so? Also wir kleben das ja auf die 3. Ich dachte, ob das Eichhörnchen nicht hier auf dem Baumstumpf sitzt, weißt du? Deswegen dann vielleicht den Igel oder den Hasen. Wir können aber auch das also, ja, doch. Ja. Ich würde den Igel, glaube ich, nehmen. Ja. Genau, so. Zack, und dann bekomme ich einmal 12 Euro. Okay. Wobei ich überlege. 13 Euro zu nehmen? Nein. Hier mal einen 20er reinzumachen dafür. Weißt du? Damit, ja. So, achso, die Challenge muss auch wieder rein. Warum auch immer ich das jetzt alles da hinten gemacht habe. Ja, okay. So, dann kommen wir
zu dem Piratenschatz von Bangos. Und zwar ist das hier der Magnet, unser Piratenschiff. Und wir tingeln hier durch die offenen Meere Ja. auf der Suche nach drei versteckten Inseln. Eine davon haben wir schon gefunden. Und auf diesen drei versteckten Inseln sind drei versteckte Totenköpfe. Also auf jeder Insel ist ein versteckter Totenkopf, den wir finden müssen. Und zwar dürfen wir auf eine Insel, wenn wir auf so ein Totenkopffeld kommen. Und da ich gerade ja eine abgeschlossen habe, also was heißt gerade, vor ein paar Wochen halt eine Insel schon abgeschlossen habe, bin ich jetzt hier ein bisschen rumgetingelt im offenen Meer und jetzt würde ich aber gerne die nächste Insel ansteuern. Das heißt, ich wäre dir dankbar, wenn du eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eine 8 würfelst. Mit einem Achso, würfel Sechserwürfel. mal eine 8. Nein, mit einem, nein, mit einem ganz normalen Würfel. Mit einem ganz normalen Sechser. Wir können ja mehrmals würfeln. Die. Du nimmst wieder den goldenen. Okay. Liebe Grüße an Minimi. Von ihr habe ich den Würfel. Ich weiß nicht, ob sie meine Videos schaut, aber ja. Was muss ich jetzt machen? Würfel. Würfeln. Sechs. Okay. Das ist schlecht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir sind auf einem schwarzen Totenkopfsymbol gelandet. Das kann nur nichts Gutes heißen, oder? Gelehrte voraus. Nun wird gewürfelt. Bei einer 1, 2 oder 3 geht ihr als Verlierer aus der Begegnung. Spare 10 € für Reparaturen an deinem Schiff. Bei einer 4, 5 oder 6 überwältigt ihr die gegnerische Mannschaft und könnt euch an ihrem Gold bereichern. Spare 5 €. Auf geht's. Vier, fünf oder sechs? Ja. Drei. Eine 3. Gut, wir haben verloren. Wir sparen 10 € dafür. Nochmal. Wir brauchen auch noch Geld für. Nein. Aber wir brauchen auch noch Geld für die Drachen, Drachen? die hier hinten kommen. Was muss ich denn jetzt machen? Mir Würfeln? sagen, ob wir nochmal würfeln sollen oder nicht. Nein, das geht nach hinten los. Oder? Da muss ich jetzt eine 2 würfeln. Ja. Schaffe ich nicht. Vielleicht. Soll ich nochmal Ja, würfeln? mach mal. Eins. Okay. Siehst du? Dann sparen wir jetzt 12 €. Warum 12? Weil hier eine 2 steht. Danke. Ja, nee, warte. Oh. Nee, hier müssen 3 1-Euro-Münzen drin sein. Haha. Plus 12 sind 65 Euro. Glaube, hier kommt ein bisschen was zusammen, wenn ich es durch habe. Aber für Shopping, ne? So, der Büchersparatopf. Juhu! Und zwar habe ich hier als erstes eine Challenge, bei der ich quasi aufschreibe, welche Bücher ich gerade am Lesen bin. Und wenn ich sie beendet habe, darf ich sie anmalen. Und es ist soweit, ich habe mal endlich wieder, bin ich ein bisschen zum Lesen gekommen und habe auch etwas beendet. Und zwar die Ravenhall Academy. Und weil das der zweite Band der Reihe war und ich die Reihe beendet habe, sind nämlich nur 2 Bände, darf ich 4 € dafür in den Topf tun. Und ich überlege gerade, mit welcher Farbe ich das Buch anmalen möchte. Orange. Okay. Jetzt echt? Ja. Okay. So. Genau. Und dann, genau, bei den beiden Büchern komme ich auch gut voran. Die habe ich auch bald beendet. Und dann habe ich angefangen weiterzulesen, sagen wir mal so. Ein Buch, das heißt One of Us is Lying. Es ist so ein Jugendthriller. Ist ganz okay. Ist ein Einzelband, das heißt, ich würde am Ende dafür 1 € sparen. Genau. Und ich glaube nämlich, hier ist 1 € drin im Topf. Dann kann ich hier nämlich einen Fünfer reinmachen. Und ich freue mich, dass ich endlich mal wieder ein bisschen zum Lesen gekommen bin. Okay. So, du darfst wieder würfeln. Und zwar in der Highland Love Story von Andrea von Spaß am Sparen. Du darfst Ja, würfeln. Achso, mit würfeln. einem ganz normalen Würfel. Okay. Mal nicht der goldene. Ich habe mir den goldenen Eine gönnt. 2. Die Reise beginnt. Nochmal. Wir stehen auf Start. Eine 2. Gut.
Bernstein, Gold des Meeres. Es ist viele Millionen Jahre alt und birgt einen ganz besonderen Zauber. Ein Zeichen für etwas, das alle Zeiten überlebt, wie die ewige Liebe. Die ist unbezahlbar. Also spare heute nichts. Gut, können wir noch mal würfeln? Noch eine zwei. Kannst du auch noch was anderes würfeln? Oder sonst habe ich gleich ein bisschen Sorge. Eine Herde wilder Highland-Kühe versperrt dir den Weg und du musst einen Umweg nehmen. Würfel noch einmal und ziehe die Augenzahl rückwärts. Ich nehme eine Gold. Okay. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Wir stehen auf Start, nochmal. Wo läufst du nach hinten? Achso, Auge rückwärts. Okay. Zwei. Spare nichts, nochmal. Ich möchte jetzt bitte was sparen. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja, gut. Gott sei Dank. Manchmal muss man einfach Spaß haben und das Leben genießen. Manchmal. Genauso ein Tag ist heute. Spare 3 Euro und tue dir heute etwas Gutes. Ich überlege, würfeln wir jetzt nochmal? Oder sparen wir einfach 3 Euro? Wenn du eine 2 oder eine 4 möchtest, würfle ich nochmal. Nein. Dann würfle ich nicht. Okay. Achso, irgendjemand hatte mir unter das Video geschrieben, dass ich hier aus Versehen 5 Euro zu viel reingetan habe letzte Mal. Vielen Dank dafür, ich habe sie rausgenommen. Und jetzt kommen, also 29 haben wir, plus 3 sind 32, oder? Ja, 29, ja, okay. Sorry, muss ich nicht. Ja, gestern Abend ist ein bisschen spät geworden. Und ein bisschen, ja. Nö? Mhm. So, dann bekomme ich 3 Euro. Die waren noch, das sind 4. Verdammt, hier sind 3. Achso, da sind 3 in der Hand. Oh Mann, ey. So, wir kommen endlich zum Gesundheitstopf und zum Drachen-Dungeon. Auf geht's. So. Wie gesagt, ich habe die Erweiterung, die Drachen-Dungeon-Erweiterung gekauft. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Drachen, die wir besiegen müssen. Und ich hoffe, dass das heute mal gelingt. Wieso holst du schon den 20er-Würfel raus? Du weißt noch gar nicht, ob du den brauchst. Nur weil du den das letzte Mal gebraucht hast. Vielleicht brauchen wir ihn, vielleicht auch nicht. Du darfst mal erstmal einen Drachen ziehen. Warte. Darf ich lesen, wie der heißt? Ja. Okay. Barokan. Barokan, okay. Was kann Barokan? Barokan hat das Glück auf seiner Seite. Sein Würfelwert zählt immer plus 2. Okay. Guck, wir brauchen keinen 20er-Würfel. Wir brauchen einen 6er und einen 12er. 6er und 12er. Gold? Ja. Und einen 12er. Für den Drachen? Das 20. Sind hier 12er da? Genau, das ist ein 12er, ja. Okay. Was soll ich jetzt machen? Also erst würfeln wir mit dem 6er-Würfel und rechnen das plus 2. 5. Richtig. 3 plus 2 sind 5. Okay, also der Drache hat eine Punktzahl von 5. Jetzt würfeln wir mit dem 12er-Würfel. Und ich muss jetzt mehr als 5. Mehr als 5. Easy. 8. Woo! Das heißt, wir dürfen ihm 3 Leben abziehen. 1, 2, 3. Und jetzt müssen wir nur noch einmal treffen. Das schaffen wir. Was muss ich jetzt machen? Nochmal. Mehr als 5. Nein, nochmal. Also jetzt schlägt der Drache erst wieder zu. Boah, da muss eine kleine Zahl sein. Scheiße. 6. 5 plus 2 sind 7. 7 natürlich. Gut. Und du darfst jetzt mit dem 12er Würfel bitte höher als 7 würfeln. Fertig. Ja, wir haben ihn besiegt. Sehr gut. Und weil wir noch nichts gespart haben, knüpfen wir uns direkt den nächsten Drachen vor. Hoffentlich nichts mit Rechnen. Eigentlich kann ich gut rechnen. Ja, ich habe das aber auch, wenn die Kamera an ist, ne? Was glaubst du, warum hier ein Taschenrechner liegt? Satyras und Santos. Ich glaube, die hatten wir letzte Mal. Satyras und Santos sind ein erfahrenes Team. Drache, 4er-Würfel und 6er-Würfel hält 12. Ich muss jetzt 2 Würfel. Also, ja, ja. Also das sind ja 2 Drachen, deswegen haben sie 2 Würfel. Und Und die Zahl, die jetzt ergibt, muss ich damit schlagen. Genau. Oh Gott, oh Gott. 4, das kriegst du hin. Das ist... Ach so. 3, also hier die 3 ist oben, ne? 3 plus 1 sind 4. 6. Wunderbar. 2 Leben abgezogen. Das läuft gut diesmal. Ich mache ihn platt. Nochmal. Jetzt wieder mit denen. Ja.
Neun. Neun, kriege ich hin. Naja, wir haben ja bis 12, ne? Acht. Okay, wir müssen 1 € sparen. Das ist in Ordnung. Aber wir spielen noch eine Runde, oder? Ja. Jetzt nochmal die. Ja. Wir machen die jetzt platt hier. Vier, fünf. Eine 5, ja. Und mit dem? Der Druck steigt. Acht. Yay! 3 Leben abziehen. 1, 2, 3. Und sie sind platt. Woo! Das läuft auf jeden Fall besser als das letzte Mal und auf jeden Fall besser als die letzten Male, die ich alleine gespielt habe. So, welcher Drache traut sich jetzt zu uns? Wer möchte gefressen werden? Der da? Ferdantus? Verdantus. Ferdantus ist flink und geschickt. Er würfelt immer zweimal. Boah, der betrügt. Drache vierer Würfel, ich sechser. Okay. Er ist Also, der Drache. ich muss jetzt zweimal würfeln. Achso, ja, er würfelt immer Eins. zweimal. 1 plus Eins plus eins vielleicht. Siehst du? eins sind Ein, zwei. zwei. Jetzt muss Das ich kann man schlagen. Der hat auch nur noch ein Leben. vier. Yay! Dürften wir theoretisch 2 Leben abziehen, aber er hat nur noch eins. Okay, jetzt der letzte Drache. Auf geht's. Ich hatte übrigens noch keinen Drachen aus der Erweiterung. Jetzt aber. Also ich habe die Erweiterung quasi noch nie gespielt. Ist da einer drin, weiter Ja, drin? die habe ich halt zusammengemischt. Du. Lixa. Ah ja, guck mal. Klingt ein bisschen egal. Den kenne ich noch nicht. Lixa ist ein sehr starker Gegner. Seine Werte werden multipliziert, wohingegen deine addiert werden. Okay. Junge. Multipliziert heißt mal. Malen, ich weiß. Genau. Und addiert heißt Drache plus. Vierer und Sechser würfeln, das muss ich dann mal nehmen. Genau. Und wir haben 8 8 und und 12. 12er. Boah. Guck mal, wir nehmen den hübschen Achterwürfel. Jetzt kurz Mathematik. 8 und 12. Mathematisch. Okay. Höchstleistung. Ja, okay. Also, er ist der Vier, Drache. vier, vier, also egal. Dreimal drei fünf. 15. 15, ja. Jetzt muss ich. Mehr als 15. Das kriege ich doch hin, oder? Ja, 8 plus 12 sind maximal 20, die du würfeln kannst. 3 plus 11 sind 14. Nee. 14 und 15. Nee, wieder 1 €. Boah, aber nur einer. Das geht. Okay. Nochmal versuchen. Ja. Eins, fünf. Einmal 5 sind 5. Wenn ich es jetzt versaue. 16. 16. Das heißt, wir dürften jetzt 11 Leben abziehen. Ja. Ist Dixer im Dixer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und auch Aus der der Dix. ist tot. Wuhu! So, jetzt reicht's aber, oder? Okay. Wir haben jetzt 4 Drachen platt gemacht und müssen nur 2 € sparen. Das ist Ne? gut. Genau. Dafür, dass ich die letzten Male immer so Pech hatte mit den Drachen, bin ich jetzt mal ganz froh, dass mal hier mal ein bisschen was passiert ist. Zack. Okay. Da, nein. Folienstift. Der Kugelschreiber schreibt da drauf nicht. Vielleicht. Plus 2 sind 39 € insgesamt. Okay. So, das nächste Spiel. Ist auch ein Drachenspiel. Achso, das hier war von Tanja von Kaffee und Quatsch. Liebe Grüße an dich, Tanja. Von ihr weiß ich nämlich, dass sie meine Videos schaut. Zumindest ab und zu mal. Genau, und das hier ist von Steffi von Sally and Tommy. Und ich habe mir überlegt, dass ich das demnächst austauschen möchte. Und wir müssen auf der Rubbelkarte ja noch das Zepter finden. Deswegen wäre es wunderbar, wenn wir heute schon ein paar Mal rubbeln könnten. Wie viel Geld haben wir denn noch? 45 € und 45, 45. Kleingeld. Ja, da können wir mal ein paar Mal würfeln, würde ich sagen. Mit einem ganz normalen Würfel, also einem Sechserwürfel. Gold. Gold. Dann. Was ich würfeln, egal. zwei. Siehst du? Sehr gut. Dann, wenn wir hier nämlich auf ein Ei kommen, dürfen wir hier. Ein Ei essen. Nein, kein Ei essen. Ein Feld freirubbeln. Achso, nee, das Zepter haben wir schon gefunden. Wir müssen noch ein besonderes Ei finden, wie auch immer das aussehen Egal mag. welches. Ja, wo könnte das Special-Ei Hier, versteckt hier sein? Da unten. unten? Hoffe Okay. ich. Hab kurz geguckt, ob du in der Kamera bist, aber ja. Ja, bist du. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Man könnte meinen, ich cheate, aber ich habe davon gar keine Ahnung, was ich Nee, das ist ja Glück. Das ist das.
besondere Ei und dafür sparen wir nämlich 10 Ich muss Euro. Lotto spielen. Genauso wie halt wir Ja, für den Zepter Florenzo, gesperrt haben. dein. Oh ja. Was war das? Ich weiß nicht, ich glaube, da ist irgendwas drin eingesaugt worden, was er nicht hätte einsaugen sollen. Ah, Ingrid. Er leuchtet, er lächelt. Alles Ja. Okay, damit ist das Spiel theoretisch abgeschlossen. Tada. Jetzt überlege ich halt nur, ob ich es halt wegtue oder ob ich quasi noch die anderen Rubbelfelder irgendwie mal, also dass ich das einfach als Rubbel-Challenge spiele, weil ich das schade finde, das einfach so wegzutun. Oder? Ist schade. Ja, ne? Dass ich einfach das Spiel rausnehme. Ich habe immer noch nicht Sally und Telly. Wie hieß die nochmal? Sally und Tommy. Sally und Tommy, enttäuschen. Steffi. Ja gut, okay. Also, erstmal sparen wir noch 10 Euro. Nein, wir sparen 11. Damit wir nicht auf 49 Euro kommen, sondern genau auf 50 Euro, die einmal in den Gesundheitstopf wandern. Hier ist sogar auch noch ein Tracker dabei, ne? Also theoretisch. Ja. Ich denke mal drüber nach. Also, wir haben 20, 30, 40, machen wir das mal so, 50 Euro, die hier vorne in den Gesundheitstopf kommen. Sally und Tommy ein Mann und eine Frau? Eine Frau. Sie heißt Steffi. Und sie hat ihren YouTube-Namen und ihren Shop-Namen, glaube ich, nach zwei Kaninchen, Meerschweinchen oder so, Haustier. Haustieren, ja, benannt. Deswegen Sally and Tommy. Plus 50, dann bin ich hier bei 81 Euro. Guckt sie deine Videos? Ich glaube nicht, nein. Muss das sich nicht Zumindest orientieren? ist sie mir noch nie in den Kommentaren oder irgendwas aufgefallen. Von daher. Ich glaube Jetzt nicht, vielleicht. aber ja. Schöne So, Grüße. ich nehme das Spiel erstmal raus und wir tun hier was Neues rein. Ich werde die Rubbel-Challenge aber aufbewahren und wie gesagt, dann bei Gelegenheit als Rubbel-Challenge spielen. So, ich möchte. Ah, den Magneten tun wir mal hier rein. Das kommt beiseite und dann können wir uns gleich am Ende des Videos hier noch eine neue Challenge aussuchen. Das ist doch auch gut. Okay. So, wir machen weiter mit Owl on the Moon. Ich glaube, es ist von Alltagssparen, aber ich bin mir jedes Mal unsicher. Deswegen, ja. Keine Garantie darauf, aber es ist auf jeden Fall diese wunderhübsche, süße Eule. Und da malt man einfach einen Betrag an, der einen anlacht. Was Denn lacht dich an? die sechs in der Mitte. Die sechs in der Mitte. Diese hier, ja? Ja. Okay. 6 Euro, ja. Steht da 165 Euro? Ja, kommen insgesamt zusammen, wenn du alles Ach so, angemalt die kann man hast. nicht anmalen. Nein, Oder? das ist der Endbetrag, Okay. den du dann zusammen hast. Habe ich jetzt das gesucht, oder? Hätte ich mir den nach oben gekauft. Nein. Okay, dann sparen wir heute 6 Euro. Hab mir vorgenommen, hier alles in rosa, pink und blau anzumalen. Passend zum Hintergrund. Vielleicht nehme ich noch ein bisschen lila mit rein oder so. Ja, das sieht doch hübsch aus. So. Kann ich hier? Nee, okay. Ich dachte, hier wären vielleicht 2 2-Euro-Stücke drin, aber nein. So, also 6 Euro kommen hier rein. Okay. Das war der Gesundheitstopf. Jetzt kommen wir zu Freizeit. Und da, das ist vielleicht auch ein Spiel für dich, aber das können wir auch abschließen. Oh Gottes Willen. Es ist ein Labyrinth, das ist auf jeden Fall von Alltagssparen. Und genau, wir haben hier schon alles eingesammelt, stehen jetzt hier und müssen zurück nach Hause. Und ich würfel das immer mit einem Viererwürfel. Und immer dreimal. Und wenn ich ein viertes Mal würfeln möchte, muss ich einen Beschleunigungstrank einsetzen, den ich aber gerade nicht habe. Das heißt aber, wir können dreimal würfeln und ich hoffe, dass wir dann im Häuschen landen. Vierer Würfel Der hinten. Dreieck, das Dreieck. Ja. Die Pyramide. Die Pyramide, genau. Vier. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Da sammeln wir einen Beschleunigungstrank ein. Oh, nein, 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 falsch, falsch, falsch. Ich möchte den Non-Permanent-Vorrat
Folienstift. Wo ist der? Hier. Okay. Ein zweites Mal würfeln. Eine 3. 1, 2. Ich bin drin. Nee. Doch, da ist die Schatztruhe. Dann gehen wir hier auf die Schatztruhe. Ja, ja, wir müssen ja dahin. Da sparen wir 5 Euro, meine ich. Okay. Ja, 5 Euro. Okay, gut. Und dann würfelst du ja wohl mindestens eine 1. Danke. Zack, sind wir zu Hause. Sehr gut. Okay. Dann verabschieden wir uns auch von diesem Spiel. Aber, nee, die Folie möchte ich auch mit rausnehmen. Und wir sparen nicht 5 Euro, sondern 6 Euro hier rein. Okay. Das lege ich mal hier beiseite. So, das Spiel, kommt auf jeden Fall nicht weg, sondern ich werde das bestimmt irgendwann nochmal spielen. Alleine, weil ich zum Beispiel diese Regenbogenportale gar nicht genutzt habe. Und es ist ja auch praktisch, ist ja alles einlaminiert und dafür gedacht, ja, mehrmals gespielt zu werden. Der Tracker ist auch einlaminiert, also ich kann es einfach wegwischen und dann ist es eigentlich wie neu. Von daher kommt es natürlich nicht weg, sondern wird uns bestimmt irgendwann wieder begegnen, hoffe ich zumindest. Ist halt immer schwierig, weil ja immer so viele coole neue Sachen mit rauskommen, dass man dann gar nicht dazu kommt, alte Spiele irgendwie wieder rauszuholen. Aber ja, erstmal ist es der Plan. So, und guck mal, der Tracker ist genau hier passend. Letzte Zeile beschreibe ich jetzt. Plus 6 sind genau 35 Euro, die hier nochmal zusammengekommen sind. Ich hatte irgendwann schon mal 50 Euro rausgenommen aus dem Spiel. Und kommt hier ein Zehner rein. 35 Euro, sehr gut. Achso, das kommt auch weg. Kommen hier, hier bin ich schon, in den Freizeitumschlag. Da habe ich nämlich jetzt letztens Geld wieder rausgenommen für den Freizeitpark. Von daher ist es dann ganz praktisch, wenn man sowas abschließt und dann jetzt wieder Geld drin ist. plus 35 habe ich gesagt. Ne? Dann sind wir bei 72? Ich weiß nicht, wo. Vielleicht 37 plus 35, ja. 35 plus 35 ist 70 und 2 von den 7 sind okay. Genau, und ich habe hier die Folie mit rausgenommen, weil ich das Spiel jetzt nicht austauschen möchte, sondern wir jetzt dann einfach das Sparlabyrinth spielen. Das reicht mir im Freizeittopf und dadurch ist ein Spiel weniger quasi in der Routine und mal, ich komme bei den anderen vielleicht mal ein bisschen weiter. Und jetzt schauen wir mal, das habe ich nämlich noch gar nicht angefangen. Und es ist auch ein Labyrinth, und zwar von Susan, von Gemeinsam Sparen. Und wir starten hier oben und müssen uns durchs Labyrinth wursteln, um hier unten den Ausgang zu finden. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich quasi alle Beträge irgendwie spare, also auch hier in die Ecken reingehe, wo es eigentlich nicht weitergeht, weil ich das irgendwie ein bisschen schade finde, die Aktion, zum Beispiel diesen Schuh, dann nicht mitzunehmen so. Aber mal gucken, ob ich mich dran halten werde. Wir starten auf jeden Fall erstmal. Wir sparen auf jeden Fall 1 Euro und ich würde sagen, wir ziehen auch das Los. Ja, reibe an der Wunderlampe und ziehe ein Los. Und dann gucken wir mal, was das Los erstmal für uns bereithält. Also 1 Euro und das Los. Möchtest du das Los aufmachen? Mhm. Bitteschön. Geht das einfach da? Genau, du musst die Seiten so abknicken und dann abreißen. Ja. R2D2 ist auch gleich wieder. Nein! Nein, das kommt ganz normal in den Mülleimer, in den Papiermüll. Doch, 133. Okay, die Quersumme aus 133. 1 plus 3 plus 3. 7. Richtig. 7 plus den 1 Euro, den wir schon haben, sind 8 Euro.
Dann nehmen wir auf jeden Fall noch die 3 mit, sind 11. Und die 2 sind 13 Euro. Ja. Ja, 13 Euro. Ich habe überlegt, was hast du denn da schon wieder gemacht? Wann ist das denn passiert? Sage dann nichts mehr dazu. Es ist ein Haus. Ein Haus mit Dach. Mit Dach. Spitzendach. Ja. 13 Euro. Das restliche Geld heben wir uns auf für die nächsten Spielrunden. Ah, gebe ich zu. So. Und wir dürfen uns jetzt ein neues Spiel für den Gesundheitstopf aussuchen. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir das Spiel heute abschließen, aber gut. Da freue ich mich. Und zwar darfst du mir beim Aussuchen natürlich helfen. Habe ich ja hier meine Tüte mit meinen ganzen Spielen, die ich somit als nächstes spielen möchte. Gesundheit. Wir haben ja jetzt All on the Moon, wo ja schon einiges zusammenkommt an Geld und das Drachenspiel, ja, je nachdem, ne? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Das wäre doch eine Möglichkeit. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Hier möchte ich. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist mir, glaube ich, zu viel. Habe gestern einen Kommentar bekommen, dass ich dieses Spiel doch bitte spielen soll. Ich bin da ja natürlich auch sehr gespannt drauf, aber für den Gesundheits. Ja. Okay, also. Ne, die machen wir mal wieder weg. Die sind mir, glaube ich, zu klein quasi für den Gesundheitstopf. Auch wenn das jetzt natürlich Spieler sind, die schon in dem Mai sollten, mit Maikönigin und Mai und Glöckchen. Ja. Ne, wir machen mal eins von den anderen. So. Dennis, du darfst entscheiden. Und das ist so seltsam, dich Dennis zu nennen. Sprecht ihn nie mit seinem Vornamen an. Also, das hier ist eine Challenge von Alltag sparen von der Jeanette. Und zwar ist hier drunter, also das sind Rubbelfelder. Und bleibst du bitte ernst? Ich brauche jetzt wirklich hier deine Meinung, was ich spielen soll. Was hast du denn da? Ich kann dieses Gesicht nicht ernst nehmen. Dann mach das doch nicht. Okay, Oh spiel. Mann, mach mich fertig. Also, das sind Rubbelfelder. Ja. Und man spart halt immer den Betrag, der da drauf steht. Darunter ist allerdings ein Wimmelbild. Kennst du Wimmelbilder? Also so Bilder von, wo so ganz viel los ist, wo man bestimmte Dinge suchen kann. Und zwar diese hier. Und wenn man dann eins davon gefunden hat, spart man das natürlich auch noch, ne? Für den Fuchs zum Beispiel 7 Euro. Und wir suchen halt, also das Spiel heißt, Wo ist Trudi? Die suchen. Ja, Okay. hier ist sie, genau. Da haben wir ein Foto von ihr. Wir müssen sie hier drunter finden. Kann man das abmachen? Ja, das sind Rubbelfelder. Ah, okay. Wie eingangs gesagt. Okay. Das wäre eine Möglichkeit, dass ich Ja. das hier jetzt tausche. Dann diese Honey Club Karte von Niki von NJ and TJ Design. Genau, da hat man hier so ein Wörtersuchefeld, man hat so kleine Rubbelsticker, man hat Lose und was zum Abstreichen. Halt passend für den Sommer mit Bienen und schön in Gelb und Frühlings- und Sommerhaft. Das wäre eine Möglichkeit. Oder der Schmetterlingsflug von Tanja von Kaffee und Quatsch. Und zwar ist es erstmal wunderschön. Und dann muss man hier würfeln. Und dann steht hier entweder Plus oder Minus drunter. Und man rechnet dann 6 plus das, was man gewürfelt hat, oder Minus. Und trägt es dann hier ein und muss es sparen. Und dann fliegen die Schmetterlinge quasi hier so entlang zu den Blumen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und ich sehe, du kannst dich auch nicht entscheiden, weil alles cool ist, oder? Oh Mann. Ja.
Ich bin Trudi. Du bist für Trudi? Ja. Okay. Oder die Biene. Ja, oder den Schmetterling. Nee, Schmetterling hatte schon. Da war doch ein Schmetterlingsflatter-Spiel, wo ich Schmetterling rubbeln wollte. Ach so, das Frühlingsspan meinst du? Ja, okay. Ja gut, aber es wäre jetzt nun mal auch Frühling, Sommer und Schmetterlingszeit. Ne? Ja, okay. Ja, komm, wir nehmen Trudi. Dann machen wir wenigstens die Julia noch glücklich, die mir meine Videos regelmäßig kommentiert. Da freue ich mich immer. Ja, und die beiden Karten sind aber dann auch demnächst auf jeden Fall dran. Im Sommer. Ja. Es ist ja noch Winter. Hallo? Wir Zumindest haben heute Sonntag, den, was haben wir? 28. 28. April und hier ist herrlichstes Wetter und mein Vater ruft mich an. Okay, Pause. so, entschuldigt Leute, da ja, hat mein Vater angerufen und ich bin da mal kurz dran gegangen und ich hoffe jetzt, dass alles geklappt hat, dass ich die beiden Videoschnipsel, die ich jetzt habe, also das Video und diesen Schnipsel, erfolgreich aneinander geschnitten bekomme. Normalerweise schneide ich meine Videos ja nicht, deswegen muss ich mir mal gleich ein bisschen was ausdenken. Aber gut, ich wollte das Video nämlich noch nur schön beenden. Trudi ist jetzt hier eingezogen in meinen Gesundheitstopf. Und ja, das war's mit dem Video. Wir verabschieden uns auf jeden Fall. Möchtest du noch mal winken so? Tschüss, bis zum Tschüss. nächsten Mal.